meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Staatsregierung über die weiteren Schritte zur Förderung von Kunst und Kultur. Ländern der Welt geht, Nachbarländern, in ferneren Ländern, dann stellt man fest, dass wir unglaubliches Glück gehabt haben. Dieses Glück kam aber nicht per Zufall. Sondern es ist gemeinschaftlich erarbeitet worden durch schnelle und konsequente Maßnahmen. Unter anderem von der Bayerischen Staatsregierung, den Kommunen, aber eben auch durch die Bevölkerung. Und deswegen ist der, kann man sagen heute, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Deswegen Rückkehr zu mehr Normalität. Deswegen haben wir auch Pläne vorgestellt, wie wir schrittweise erleichtern, wie wir das öffentliche Leben wieder gestalten können. Aber keiner darf sich täuschen, solange es nicht einen Impfstoff oder Medikamente gibt, so lange bleibt die Herausforderung da. Und auch eine ganz langsame und vorsichtige und behutsame Öffnung der Grenzen bringt zwar ein Mehr an Freiheit, kann aber auch eine neue Herausforderung wieder bedeuten. Wie Sie alle wissen, ist der Virus nicht in Deutschland entstanden. Insofern ist Vorsicht und Bedächtigkeit an der Stelle besser als Überstürztheit. Und all denjenigen, die jetzt auch mit völlig spannenden Theorien kommen, ob es das alles gebraucht hätte, oder diejenigen, die der Auffassung sind, das wäre vielleicht alles übertrieben, kann ich nur sagen, es gibt Gegenden in der Welt, da hören wir Nachrichten, dass es einen Rückfall geben könnte. Wir erleben denn Gegenden der Welt, wo es möglicherweise wieder in die andere Richtung geht oder wo es dramatische Zustände gibt. Sind wir glücklich und dankbar, dass wir das in Deutschland bislang so gut gemeinschaftlich geschafft haben, alle miteinander. Und sind wir umgekehrt so konzentriert darauf, dass wir den Weg in die nächste Etappe auch verantwortlich, aber klug und besonnen bestreiten. Einer der Herausforderungen wird jetzt sein in den nächsten Wochen, wie wir aber mit den Folgen von Corona umgehen, und zwar für den Folgen auch für Wirtschaft, auch heute besonders für Kultur, für Film. Deswegen sind die beiden Minister da, der Kunstminister Bernd Ziebler und die Filmministerin an der Stelle Judith Gerlach. Wir haben uns das genau überlegt, wie wir damit umgehen. Wir stellen Folgendes fest: Bayern ist ein Kulturland. Wir leben mit und von der Kultur in Bayern stärker als viele andere. Auch die Kultur hat in dieser Krise erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Wirtschaftlich, ohnehin in einer Zeit, in der man ja sagen kann, nicht alle Künstler, sogar die meisten, sind nicht automatisch auf wirtschaftlichen Rosen gebettet, aber sie lieben ihre Kunst und sie inspirieren uns mit dieser Kunst. Und diese Inspiration ist dringend notwendig. Es geht uns schon darum, ein bisschen auch die emotionale Seele Bayerns zu erhalten. Und da trägt die Kultur und die Kulturschaffenden einen enormen Beitrag in unserem Land dazu bei. Wir brauchen sie übrigens gerade in diesen Zeiten, um Mut zu machen, Inspiration zu setzen. Übrigens auch gegen manche, die jetzt wieder beginnen und versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, ist das Engagement der Künstlerinnen und Künstler in Bayern nicht nur wertvoll, sondern dringend notwendig. Deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir Kultur erhalten? Wie können wir es schaffen, dass Institutionen, dass Künstlerinnen und Künstler erhalten bleiben und dass sie auch dann wieder loslegen können, wenn die Zeiten besser werden beziehungsweise leichter werden, um dies zu zeigen. Wir haben uns deswegen letzte Woche auch mit Kulturschaffenden aus allen Branchen zusammengesetzt. Es gab den Aufruf aus der Kulturszene. Wir haben den angenommen, aufgenommen, haben dann ein Gespräch gemacht und haben uns überlegt, sowohl mit allen Bereichen, ob das aus Theatern waren, ob das aus dem Bereich Musik, bildende Kunst war, aber auch dem Bereich Kino, weil das ja eine ähnliche Herausforderung ist, haben wir uns unterhalten und aufgrund dieses Gespräches haben wir die vorhandenen Konzepte verbessert, nachjustiert und gestärkt. Unser kultureller Rettungsschirm, den wir jetzt auflegen und vorschlagen, ist nicht etwa, wie es am Anfang war, bei 90 Millionen, sondern wird jetzt insgesamt erhöht auf 200 Millionen. Sind jetzt alles zusammengenommen 200 Millionen bei dem kulturellen Rettungsschirm, den wir anbieten wollen. Woraus besteht er? Zum einen natürlich Künstlerinnen und Künstler. Um was geht es da? Wir haben ja bislang schon ein Angebot gemacht, Künstlerinnen und Künstler, die in der Künstlersozialkasse sind, also in der KSK, ein Angebot zu machen, 3x 1.000 Euro, um die Zeit zu überbrücken.
Es gab dann viel Kritik bzw. Sorgen, dass eben viele Künstler an sich die Kriterien der Künstlersozialkasse erfüllen, aber nicht dort drin sind, aus welchen Gründen auch immer. Wir ändern das jetzt, wir ergänzen das jetzt, indem wir auch alle Künstler und Künstler, die an sich drin sein könnten, also die die Kunstkriterien erfüllen, dass die dazugehören, jetzt von diesem Programm profitieren können. Darunter gehören übrigens auch Journalisten. Also selbstständige Journalisten fallen genau auch in diesen Bereich dann. Damit wird die Zahl, die bislang profitiert hätte, von 30.000 auf rund 60.000 erhöht. Also der Kreis der Empfänger und der Möglichkeiten, davon teilzuhaben, der Nutznießer, verdoppelt sich jetzt. Verdoppelt sich. Darunter geben wir auch für Honorarkräfte bei uns in den Staatstheatern und all denen Spielstätten, die bei uns förderfähig sind, werden dort Künstlerinnen und Künstler, aber auch Techniker, Maskenbilder, also nicht quasi die auf der Bühne nur stehen oder vor der Kamera, sondern auch dahinter sehen und die für ein Ensemble von entscheidender Bedeutung sind, auch die sollen davon profitieren. Wir machen einen Ausfall, ähnlich eine Ausfallregelung, wie es der Bund macht, dass jemand, der bis zu 1.000 Euro hat, 60% bekommt und ab 1.000 Euro 40%, maximal 2.500. Das ist eine ähnliche Regelung, wie der Bund bei seinen Bundestheatern macht. Das sind allein bei den Staatstheatern noch einmal 1.000 Leute Minimum, die davon betroffen sind. Allein dieser ganze Teil umfasst jetzt fast 140 Millionen dann von den 200 Millionen. Das Zweite, was uns dann herangetragen wurde, neben der direkten Hilfe für Künstlerinnen und Künstler, ist dann Spielstättenunterstützung. Theater, aber auch Kinos beispielsweise brauchen Unterstützung. Deswegen haben wir jetzt ein Programm aufgelegt an der Stelle, das wir machen. Das sind um die 50 Millionen Euro dann, die unterstützt werden. Davon werden dann 700 kleinere und mittlere Theater, also professionelle, entsprechend profitieren. Das alles, was Sie so kennen, auch aus der bayerischen Kulturszene, die da mit dabei sind. Und es werden bis zu 260 Kinos dabei sein. Also sind alle diese ganzen Familienkinos alle dabei. Die beiden Minister werden es nochmal entsprechend ergänzen. Plus eine gleiche Ausfall und Hilfe für Filmproduktion, die eben ausgefallen ist wegen Corona oder jetzt mit entsprechenden Veränderungen, Hygienemaßnahmen wieder anlaufen soll. Und der dritte Punkt, der dazu kommt, also der erste sind Künstler und Künstler. Der zweite ist Unterstützung für Spielstätten, für Theater, für Kinos. Und der dritte Punkt, wir ergänzen es noch, wir haben ja schon für Musikschulen einen ersten Ausgleich gemacht. Wir ergänzen es jetzt nochmal für den Bereich der Laienmusik, gerade den Vereinen, den dortigen Musikvereinen. Das sind Blasmusikchöre. Da gibt es dann auch nochmal insgesamt alles zusammen über 10 Millionen Euro, wird dann verteilt. Das sind dann ungefähr 10.000 solcher Vereine, die da sind, schätzt der Kunstminister auf circa für jeden so mit 1.000 Euro so einen Verein, um den nochmal zu unterstützen. Also ist der Versuch, ein breiter Erhalt der Förderung zu möglichen für Kunst und Kultur. Letzter Punkt, der natürlich gefragt wird, ist, wie geht es denn mit dem kulturellen Leben insgesamt weiter? Also jetzt sind wir immer noch in der Phase, wo wir Überbrückung leisten, Hilfe leisten, wo wir die Inspiration nicht vertrocknen lassen wollen. Und wir haben übrigens da das Ohr sehr an der Szene, kann man glaube ich sagen, und sind auch dankbar für viele sehr gute Beratungsgespräche, anders will ich das gar nicht sagen, aus der Kunst- und Kulturszene. Vielen Dank übrigens dafür. Die Kulturminister haben jetzt ein Konzept erarbeitet, wie der weitere Weg sein kann bei der Öffnung der Kultur. Auch da gilt der Grundsatz Besonnenheit und Vorsicht. Bernd Ziebler wird dazu was sagen. Das wird dann demnächst den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin quasi nochmal präsentiert. Aufgrund der Empfehlungen wird man reagieren. Da gibt es entsprechende Hygieneempfehlungen, die gemacht werden. Ich würde mal sagen, das Modell der Kirchen könnte da ein ganz gutes Modell sein. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht bei der Kirche. Übrigens gilt es auch im Kulturbereich, da ist schon ein sehr hohes Maß an Sensibilität auch der Besucher zu erwarten im Vergleich zu anderen Bereichen, die man sich auch im öffentlichen Leben vorstellen kann. Wir glauben, dass wir Perspektiven für die Zeit nach Pfingsten entwickeln sollen. Der Gros, so schätzen aber die Kulturminister ein, ist dann eher erst ab den Sommerferien und danach Herbst zu sehen. Da wird der Bernd Ziebler noch was dazu sagen. Auch da gilt der Grundsatz, schrittweise, besonnen, Stück für Stück. Bibliotheken, Museen, Galerien, Ausstellungen sind ja jetzt bereits geöffnet mit entsprechenden Vorgaben und werden auch schon wieder sehr vernünftig frequentiert.
Ein letzter Punkt, den ich noch für mich ansprechen möchte, ist, wie geht es jetzt insgesamt noch weiter von den Fahrplänen her? Wir haben jetzt den Fahrplan ja benannt, was das Thema öffentliches Leben betrifft, bis Ende des Monats. Auch mit Gastronomie, Hotellerie und Ähnlichem mehr. Die ganzen Dinge, auch die Hygienemaßnahmen sind auf den Weg gebracht. Auch da nochmal ein Dankeschön an allen Beteiligten, aber auch an der DEHOGA und anderen, die da ganz, ganz konstruktiv mitgewirkt haben. Wie ich überhaupt erlebe, wenn man eine vernünftige, transparente Planung vorgibt, sind die entsprechenden Institutionen, Verbände und die Partner dabei überwiegend, kann ich das sagen, sehr konstruktiv und sehr mitwirkend. Dann nochmal vielen Dank dafür. Wir müssen es auch sein, denn wenn wir das nicht sind und Rückschritt bekommen, dann ist all das, was sich öffnet und entwickelt, dann möglicherweise schneller wieder bedroht. Das wollen wir nicht. Wir wollen diesen Pfad der Normalität weitergeben, aber halt immer mit der Vorsicht. Schritt für Schritt, nichts überstürzen. Das gilt ja für die Grenzenöffnungen auch. Wir werden uns jetzt in einer weiteren Phase dann noch überlegen, wie geht es wirtschaftlich konjunkturell weiter. Jetzt haben wir heute für die Kulturszene das Angebot gemacht. Wir werden ja heute die Steuerschätzung des Bundes bekommen. Und dann im Laufe der Nacht wird sozusagen für Bayern runtergerechnet, wird es auch die Steuerschätzung für Bayern geben, die dann der Finanzminister morgen präsentieren wird. Und da gilt für Bund wie für Land, die Zeiten werden nicht einfacher. Das sind substanzielle Rückgang der Steuernahmen. Und zwar nicht nur für dieses Jahr, sondern da wird auch geplant, wie es für die nächsten zwei Jahre. Deswegen wird man sich im Bund wie in Bayern dann überlegen, wie können wir trotz Steuerausfälle gleichzeitig den Erhalt unserer Substanz gestalten. Das ist ganz wichtig. So wie die Bundeskanzlerin betont hat gestern, dass es keine Erhöhung von Steuern und Abgaben gibt, schließe ich das absolut auch aus für den Freistaat Bayern. Ganz im Gegenteil. Wir werden uns einbringen auf Bundesebene für ein nachhaltiges Konjunkturprogramm, das den Start ermöglicht und auch wieder an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bringt. Und wir werden dann auch noch mal überlegen zu dem Bundesprogramm dazu, was wir in Bayern noch speziell machen können, um auch Bayern dann an der Stelle noch mal entsprechend zu stärken und voranzubringen. Das werden wir dann zeitlich danach machen, damit es keine Überschneidungen gibt, sondern es Ergänzungen und Effektivmaßnahmen sind. Dabei sage ich zumindest aus jetziger Sicht schon, wir sollten dabei nicht alles neu erfinden, sondern vorhandene Konzepte, die auf längere Zeit angelegt sind, eher beschleunigen. Ich sage Ihnen sehr offen, ich glaube, wir haben so großartige Konzepte. Das gilt übrigens für Kultur, auch für Bauten, für Wissenschaft und Bauten, für innovative Konzepte. Wir sollten eher die vorhandenen Konzepte hinterlegen und beschleunigen. Das gilt für Schule, Digitalisierung, alle Bereiche der Digitalisierung, der Wissenschaft, der Konjunktur, damit zu stimulieren. Am Ende muss unser Ziel sein, Sprünge zu schaffen. Sprünge zu schaffen. Nichts verlernen, was wir jetzt in der Krise gelernt haben. Und deswegen nochmal zur Kultur gesprochen. Wir wollen auch innovativste Kulturkonzepte fördern. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Wir haben jetzt erlebt, dass viele Kulturschaffende sich überlegt haben, in der Krise neue Formen des Zugangs zu finden. Und dieses Neuerlernte, auch gerade an innovativer Kultur, an neuer Form die Kultur zu erleben und erlebbar zu machen, die sollte man nicht verlernen, sondern sollten die sogar bewusst fördern und hinterlegen, um dann auch Bayern zu stärken. Ich bleibe bei meinem Ansatz, selbst in der Krise werden wir an Kultur nicht sparen. Im Gegenteil, wir glauben, dass der Wert für ein Land und eine Gesellschaft gerade in diesen Zeiten von wieder zunehmenden Verschwörungs- und Fake-News-Theorien wächst, ist gerade die Kultur sogar nicht nur systemrelevant, sondern sie ist auch gesellschaftsstärkend unterhalten. Insofern ist der heutige Ansatz jetzt nicht nur ein Hilfsprogramm für eine bestimmte Zielgruppe, sondern es ist auch ein Stück weit ein Erbauungsprogramm, auch für uns alle, die wir das dringend brauchen. Kunstminister Bernd Siebler, bitte. Herr Ministerpräsident, liebe Judith Gerlach, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kunst und Kultur sind schlicht lebenswichtig und sind für viele Menschen sogar ein Lebensmittel, weil der Mensch eben nicht nur vom Brot allein lebt, sondern eben auch diese geistige Erbauung in allen Bereichen braucht. Das heißt im Bereich Museen, Theater, Musik, das sind alles Dinge, die den Menschen zum Menschen macht und auch diese Humanitas mit ausdrückt. Und deshalb war es natürlich für mich als Kunstminister sehr, sehr schwierig und
auch bestürzend, wenn man Mitte März eine Einrichtung nach der anderen schließen muss, wenn man Verbote aussprechen muss, wenn man einfach auch sicherstellen muss, dass die Schauspielerinnen, die Schauspieler, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gefährdet werden. Und natürlich spüren wir jetzt nach fast 2 Monaten, dass es auch Entzugserscheinungen gibt und dass sich die Kunst- und Kulturfans in dieser Krise auch zu Wort melden. Natürlich auch die Schauspielerinnen, die Schauspieler, die Musikerinnen, die Musiker, die Intendanten, mit denen ich gerade aus der bayerischen Theaterlandschaft um 9 noch eine eigene Videokonferenz hatte, um hier auch nochmal Konzepte einzuholen, uns auszutauschen, genau wie ich in dieser Woche mit den Intendantinnen und Intendanten der bayerischen Orchester Gespräche hatte und regelmäßigen Austausch mitstehe. Es geht also auch ein gutes Stück um die Existenz der Kulturlandschaft, der Kulturschaffenden, aber auch um den Erhalt von Strukturen. Denn wenn wir zum Beispiel keine Spielstätten mehr hätten, dann haben sie zwar vielleicht die Schauspieler da, aber keine Orte oder nicht genügend Orte, wo diese Schauspielerinnen und Schauspieler, Künstlerinnen und Künstler ihre Kunst präsentieren können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die von den wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung eben auch die öffentlichen, privaten und die kulturellen Veranstaltungsbetriebe mitdenken und dass wir hier Ansätze und Lösungen bieten, wie sie der Herr Ministerpräsident schon beschrieben hat, dass wir auch die Existenzsorgen von vielen eben jetzt aufnehmen und Perspektiven bieten, denn wir spüren, dass viele natürlich dramatische wirtschaftliche Einbußen hatten, weil ja praktisch im Kunst- und Kulturbereich, auch im Veranstaltungsbereich, nichts mehr funktioniert. Theater lebt von Verdichtung, aber genau die können wir im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht vertragen, nicht brauchen. Und bei allen Maßnahmen, die wir dann für das Wiederaufleben des Kunst- und Kulturbetriebes auch planen, sind natürlich Hygienekonzepte Voraussetzung, weil die Einhaltung und die Sicherung und der Schutz unserer Bevölkerung, aber auch der an den Theatern arbeitenden Menschen in erster Stelle auch mitstehen. Wir sind deshalb als Freistaat Bayern ein verlässlicher Partner und legen als eines von wenigen Ländern solche Programme auf. Es sind ja nur ganz, ganz wenige Bundesländer, die sich hier tatsächlich einbringen. Und mit diesen 200 Millionen, die wir jetzt insgesamt beisammen haben, sind wir sicherlich ganz weit vorne mit den Dingen, die jetzt hier laufen. Wir haben also eine Reihe von aufeinander aufbauenden Programmen aufgelegt. Und ich darf noch mal hinweisen auf das Programm für die Künstlerinnen und Künstler ohne eigene Betriebsstätte, Stichwort KSK. Hier hatten wir Ende April bereits diese 90 Millionen Euro beschlossen. Und dann gab es eben diese Diskussionen aus der Szene, reicht das, erreichen wir alle. Und deshalb können wir dieses Programm eben jetzt ein gutes Stück erweitern und können hier jetzt dann ausweiten auf insgesamt 140 Millionen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum ist das keine Verdoppelung der Mittel? Weil wir natürlich nur die Leute erreichen, die tatsächlich Liquiditätsprobleme haben. Das ist ähnlich wie bei den Wirtschaftsförderprogrammen. Es gibt einige, die prinzipiell antragsberechtigt wären, aber eine gute liquide Situation haben. Deshalb gehen wir davon aus, dass nicht alle, die theoretisch antragsberechtigt wären, diese Dinge beantragen werden. Sollte es wirklich ein Überrennen geben, müssen wir noch mal reden, aber davon ist nicht auszugehen. Wir haben das klug auch abgesprochen. Wir haben das mit vielen Gesprächen aus der Szene eben auch kombiniert. Das war ein dringendes Anliegen, weil wir damit einen großen Kreis erreichen, bis hin auch, liebe Judith Gerlach, zu den Filmschaffenden, die hier auch mit einzelnen Programmen und einzelnen Angeboten und Vertragskonstellationen immer wieder auch mitgefordert sind. Und Markus Söder hat den offenen Brief bereits angesprochen. Diese Dinge haben wir aufgenommen und deshalb den Kreis nochmal weiter geschafft und gefasst und hier jetzt eben nochmal 50 Millionen draufgelegt für die 140 Millionen Euro, die wir jetzt eben hier erreichen wollen. Und die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse ist also kein Muss mehr, aber schon ein sehr valides Kriterium. Und wir werden eben diesen Kreis auf diejenigen erweitern, die theoretisch Mitglied sein könnten. Also Ausbildung zum Beispiel an unserer tollen August-Eberding-Theaterakademie haben wir viele Jüngere, die noch nicht Mitglieder der KSK sind, aber eindeutig Künstlerinnen und Künstler sind. Wir gehen über Gagen, wir können uns Steuerbelege mitdenken, wo wir einfach sehen können, dass hier ein substanzieller künstlerischer Ertrag eben mit dabei ist. Abgesprochen mit den Betroffenen letzte Woche mit dabei. Also bis zu 1.000 Euro, 3 Monate und je nach Verdienstausfall, wie hoch die Beträge dann eben jeweils sind. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen der Wertschätzung und des Bewusstseins, dass unsere Künstlerinnen und Künstler diese Hilfe brauchen. Nächste Woche geht es dann los. Wir haben die Software jetzt dann auch programmiert und können dann über die Regierungen die Anträge dann auch jetzt auf den Weg bringen. Und dann werden wir sehr, sehr schnell abarbeiten können. Es ist auch nötig, dass wir jetzt diese Software starten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb können wir eben jetzt in der Struktur
die Solo-Selbstständigen, die bisher nicht von den Hilfsprogrammen profitiert haben, mit einbeziehen. Das ist gut, das ist wichtig. Wir haben daneben ja auch das Programm Kulturschaffende Miteigener Betriebsstätte. Die Bundeskanzlerin und Markus Söder haben ja Mitte März bereits bei den ersten Soforthilfeprogrammen darauf hingewiesen, dass hier Künstlerinnen und Künstler mit betroffen sind. Soforthilfe Corona 9 bis 50.000. Freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, Kulturvermittler waren schon mit dabei. Und aus diesem Kreis habe ich bereits eine ganze Reihe von Dankbriefen auch bekommen, dass wir hier sehr früh auch mit dabei waren. Drittens, faire und gerechte Lösungen bei den Honoraren. Das ist angesprochen. Bei den sogenannten freien Dienstverhältnissen, bei den Gastengagements also sozusagen, zahlen wir diese 60% bei einer Gage bis 1.000 Euro. Und ab 1.000 Euro zahlen wir 40% bis am gedeckten Betrag von 2.500 Euro. Wir sind hier also an der Lösung des Bundes und decken hier natürlich unsere staatlichen Einrichtungen ab, aber auch diejenigen Einrichtungen, die Förderempfänger bei uns sind, die Theater in Regensburg, in Bamberg, in Passau, wo sie überall sind, in Schwaben, über ganz Bayern hinweg, erreichen wir hier viele Menschen. Und das sind eben auch die nicht künstlerischen Honorarkräfte mit dabei, Maskenbildner und Techniker, die wir ja auch brauchen, um die Struktur erhalten zu können. Denn wir können die Künstlerinnen und Künstler natürlich nicht ohne diese technischen Voraussetzungen dann auch optimal mit unterstützen. Das gehört mit dazu. Viertens, Spielstätten. Ein Programm für rund 30 Millionen Euro. Die Rahmenbedingungen werden langfristig für unsere Spielstätten in Bayern schwierig sein, denn die Krise wird länger andauern. Mit einer Förderung bis zum Ende des Jahres unterstützen wir bis zu 700 kleinere und mittlere Spielstätten im Bereich Theater, Kunst, Kleinkunst, Musik und Kabarett langfristig und helfen ihnen so durch die Krise. Till Hoffmann war hier ein ganz wichtiger Gesprächspartner für uns, der die Lach- und Schießgesellschaft mitbetreibt. Wir haben mit dem Theater hier im Bayerischen Hof gesprochen, die ja keinerlei staatliche Unterstützung bisher bekommen haben, dann, die natürlich beim Thema Wirtschaftlichkeit und Honorare noch sehr viel genauer schauen müssen. Wir haben uns hier mit vielen Menschen ausgetauscht, wo wir eben jetzt mithelfen können und wir dann die Akzente setzen. Und das Ganze wird dann ergänzt, liebe Judith, durch den Kinobereich, dann auch noch, den du noch führen wirst. Insgesamt 10 Millionen nehmen wir in die Hand, um geförderte nichtstaatliche Kunst- und Kultureinrichtungen, Sing- und Musikschulen vor allem hier mit zu unterstützen. Wir haben ja auch mit dem Einzelunterricht an den Musikschulen begonnen. Übrigens ein wichtiger Beitrag auch für die Existenzgrundlage von Künstlerinnen und Künstlern, denn viele Musikerinnen und Musiker geben hier ja auch Unterricht. Das hilft schon ein Stück weiter mit sehr kreativen Projekten, sprich die Lehrerin sitzt auf der einen Seite, Plexiglaswand dazwischen, der Schüler daneben. Ich habe es bei meinem eigenen Sohn in der Musikschule gerade eben erlebt. Und das klappt sehr, sehr gut. Fünftens, für den Erhalt der Traditionskultur nehmen wir 10 Millionen Euro in die Hand. Im Bereich Laienmusik können wir die Vereine etwa bis zu 1.000 Euro jetzt dann auf den Weg bringen. Und auch da ein wichtiger Beitrag zum Strukturerhalt und dann ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich möchte sechstens noch unsere Projektförderungen ansprechen. Letzte Woche haben wir den Kulturfonds in Bayern auf den Weg gebracht, 5,3 Millionen Euro, wo wir auch so tun, als würde alles stattfinden. Das heißt, wir zahlen also die Gelder aus und ersetzen hier auch schon entstandene Kosten. Oder, lieber Herr Ministerpräsident, wenn ins digitale Format übertragen wird, unterstützen wir das genauso, um eben hier auch dann Grundstrukturen erhalten zu können. Genauso wie wir in den letzten Wochen und Monaten schon 800 Projekte, Förderungen von Veranstaltern, Vereinen, Projekten unterstützt haben mit insgesamt 150 Millionen Euro. Also da, wo wir klassisch fördern, wo wir auch Festivals unterstützen, Imling, die Europäischen Wochen in Passau, vieles mehr. Hier sind wir sehr, sehr gut unterwegs und haben hier ein klares Signal zum Erhalt der Struktur mitgesetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben diesen finanziellen Dingen ist es auch eindeutig Zeit für einen Neustart für Kunst und Kultur. Wir spüren das, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Musikerinnen und Musiker wieder auf die Bühnen wollen. Das geht nur unter diesen hygienischen, gesundheitlichen Voraussetzungen. Deshalb habe ich als Vorsitzender der Kulturministerkonferenz jetzt mit der Beauftragten für die Kultur auf Bundesebene diese Konzepte entwickelt. Es gab gestern die Redaktionskonferenz, heute die letzte Abstimmung für das Konzept, wie man den Betrieb in Deutschland wieder anfahren kann. Die Dinge werden morgen verabschiedet sein und werden dann der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten und zuvörderst dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Markus Söder, mitgegeben, dass am 20. Mai dann darüber entschieden werden kann. Wir werden hier auch Vorschläge machen, wie man das machen kann. Bibliotheken, Büchereien, Musikschulen,
Museen haben wir bereits angefahren, Galerien. Und auch mit diesen Konzepten können wir eben auch entsprechende Akzente setzen. Wir werden nicht den 1.000-Leute-Saal komplett voll haben, sondern wir werden hier auch mit reduzierten Zahlen arbeiten müssen. Wir schlagen vor Personalisierung von Tickets und solchen Dingen, die dann im Herbst dann eben auch anlaufen können. Wir werden aber auch vorschlagen, dass wir zum Beispiel schon nach Pfingsten dann beginnend langsam hochfahren, zum Beispiel mit dem Thema Open-Air-Veranstaltungen arbeiten können, damit hier eben auch Dinge entstehen können, dass wieder Angebote gemacht werden können. Die Entscheidung liegt bei dem Ministerpräsidenten und beim Herabbrechen dann eben auch auf bayerischer Ebene. Aber mit dem Ziel, dass wir nach Pfingsten dann auch wieder Dinge starten können, gehe ich schon auch mit an den Start, um eben auch den Menschen ein Stück Perspektive zu geben, auch um ein Stück ausprobieren zu können, wie die Akzeptanz denn sein wird. Wir sind jetzt am Pfingsten mit der Gastronomie unterwegs und werden hier auch erfahren, wie die Menschen dann auch mit diesen Auflagen umgehen, Stichwort Maskenpflicht, Stichwort Hygieneverordnungen, all diese Dinge, die sind auch relevant natürlich für den Hochfahren des Kunst- und Kulturbetriebes. Die Konzepte sind praktisch fertig und müssen jetzt dann eben an den entsprechenden politischen Ebenen diskutiert werden. Mein Ziel als Kunstminister ist, dass wir nach Pfingsten mit kleineren Veranstaltungen wieder beginnen können, immer unter Achtung der Hygiene- und Gesundheitsauflagen. Das heißt, die Konzepte müssen erarbeitet werden. Das tun die Intendantinnen und Intendanten schon und dann mit den entsprechenden Gesundheitsbehörden abgestimmt. Im Vorfeld dazu natürlich Probebetrieb. Und damit, glaube ich, kann man dann auch diesen emotionalen Druck, den viele Künstlerinnen und Künstler haben, auch ein Stück auffangen, wenn diese Perspektive wieder entstehen wird. Und dann eben im Herbst die große Hoffnung, dass wir dann da den Betrieb dann in den Häusern wieder verstärkt auffahren können. Sie haben mitbekommen, einige Häuser haben ja schon komplett die Saison bis in den Sommer hinein abgesagt. Wir diskutieren Konzepte, die Theaterferien vorzuverlegen, damit wir dann eben im Herbst vielleicht ein Stück eher beginnen können, als sonst die traditionsreichen Zeiten sind. Sie sehen, wir arbeiten intensiv, um finanzielle Perspektiven gestalten zu können, aber eben auch, um diesen Neustart von Kunst und Kultur wieder an den Start bringen zu können. Herzlichen Dank. Als nächstes bitte Digital-, Kino- und Filmministerin Judith Gerlach. Lieber Ministerpräsident, lieber Kollege Bernd Siebler, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat ja auch die Kinos in Bayern wirklich teilweise in eine existenzbedrohende Situation gebracht. Und das für den Film zuständige Digitalministerium hat zusammen mit dem Filmförderfonds sehr schnell reagiert. Wir haben Mittel umgeschichtet und schon Anfang April mit einer Soforthilfe gestartet, mit der wir den Kinos relativ schnell schon unter die Arme greifen konnten. 150 Bescheide sind schon in ganz Bayern ausgeteilt worden an die verschiedenen Kinos. Parallel laufen die Anträge jetzt schon für die Filmprogrammprämien. Die gibt es ja jedes Jahr. Wir haben die aber dieses Jahr aufgestockt. Wir konnten sie verdoppeln. Es geht bis zu Spitzenprämien hin, bis zu 25.000 Euro. Und wir zahlen sie in diesem Jahr auch früher aus. Die werden jetzt im Juni ausgezahlt und nicht erst im November, wie normalerweise jedes Jahr, um da einfach auch schnelle Hilfe leisten zu können. Wir wissen aber, dass das nicht reichen wird. Deswegen möchten wir heute auch noch mal nachlegen. Ich möchte da auch ganz ausdrücklich dem Ministerpräsidenten danken, dass er da so dahinter steht und auch die Kinos, die wirklich in einer schwierigen Situation sind, mit unterstützt. Wir wollen eine schnelle Hilfe, eine effektive Hilfe, eine unbürokratische Hilfe haben. Und wir sind uns über eines sehr arg im Klaren. Die Kinos sind nicht nur seit Wochen dicht, die haben auch überhaupt keine Möglichkeiten, irgendein Angebot zu machen. Also das heißt, Lieferdienste oder Ähnliches fallen für die einfach aus. Und es wird auch in Zukunft, also nach der Eröffnung, dann schwierig werden, dass die Säle tatsächlich gefüllt werden, weil die Corona-Auflagen mit Sicherheit das nicht zulassen werden und eingehalten werden müssen. Sie benötigen deswegen Starthilfe, auch in der Phase der Wiedereröffnung. Und mit dieser Unterstützung in der Anlaufphase mit insgesamt 12 Millionen Euro möchten wir die Kinos in dieser Situation, in der sie sind, wirklich kräftig unterstützen. Die Hilfen sind vor allem für kleinere, mittlere Kinos bis zu 7 Sälen, aber auch die größeren inhabergeführten Kinos gedacht. Und zwar für solche, die wegen der Corona-Krise wirklich in einen existenzbedrohenden Liquiditätsengpass geraten sind. Was den Zeitpunkt einer möglichen Wiedereröffnung anbelangt, so sind wir immer noch in Abstimmung. Heute, es wurde jetzt schon mehrfach angesprochen,
wird sich ja die Kulturministerkonferenz dazu einigen und Pläne herausgeben. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, mit der ich im Kontakt bin, prüft außerdem im Moment die Hygiene- und Schutzkonzepte, die vorgelegt wurden aus der Branche. Und je nachdem, wie diese Prüfung ausfällt, wenn die positiv ausfällt, werden wir uns das natürlich für Bayern dann auch genau anschauen und dann je nach der Entwicklung der Situation auch entscheiden können. Allerdings muss man sich im Klaren sein, viele Kinobetreiber drängen jetzt gar nicht auf die sofortige Öffnung, jetzt sofort, sondern plädieren dafür, das Ganze bundesweit abgestimmt auch zu öffnen. Kinos brauchen attraktive Filme, damit sie auch Umsätze machen können, damit die Leute auch ins Kino kommen. Und die Filme starten aber nur, wenn sie dann letztendlich auch bundesweit gezeigt werden können und eben nicht nur in einzelnen Bundesländern. Es fängt gerade an, dass es wieder zu so einem Flickenteppich wird und das wird den Kinos nicht besonders helfen. Wir brauchen einheitliche Starts, um dann letztendlich auch gute Filme in den Kinos zu haben. Deswegen halte ich ein abgestimmtes Vorgehen mit den Ländern für absolut sinnvoll. Neben den neuen Hilfen für die Kinos möchten wir auch die ebenfalls wirklich schwer betroffene Filmproduktion in Bayern unterstützen. Die momentan diskutierte Aufstockung des Bund-Länder-Fonds für die Filmförderung, die wir schon einmal mit bezuschusst haben, befürworte ich wirklich ausdrücklich. Wir haben uns ja bereits daran beteiligt und wir wären bereit, dafür noch mal weitere 2 Millionen Euro in Aussicht zu stellen, wenn alle Partner im Bund und in den Ländern dann auch mitziehen. Damit können wir bei bereits angelaufenen Filmproduktionen, die bereits am Entstehen sind, die aber Corona-bedingte Ausfälle haben, Drehausfälle, Mehrkosten, die können dann finanziert werden, wie zum Beispiel bei kurzfristigen Erkrankungen am Set. Zum anderen möchten wir ein Zeichen setzen, damit die Filmproduktion in Bayern und in Deutschland ja positiver in die Zukunft blicken können, wieder durchstarten können. Bayern ist deswegen bereit, sich mit 5 Millionen Euro an einem derzeit diskutierten deutschlandweiten Corona-Ausfallfonds für die künftigen Filmproduktionen zu beteiligen. Viele geplante Produktionen können nämlich wirklich Probleme bekommen, weil sie das Corona-bedingte Ausfallrisiko überhaupt nicht vernünftig versichern können. Sie sehen also, die bayerische Staatsregierung steht hinter dem Kino- und Filmstandort Bayern. Wir wollen, dass der Film und alles um ihn herum natürlich uns auch in einigen Monaten noch für uns da ist, uns in andere Welten entführt und uns im Kinosessel auch eine Auszeit vom Alltag beschert. Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Bitte den Knopf gedrückt halten, damit die Fragen auch verständlich sind und bitte Namen und Medium auch dazu sagen, sofern nicht bekannt. Es beginnt Nikolaus Neumeier vom Bayerischen Rundfunk. Genau, Vorstellung war jetzt schon. Frage an Herr Söder, Herrn Siebler. Herr Söder, der Herr Stückel hatte letzte Woche heftig für ein Konzept geworben für die Theater, hat auch die Staatskanzlei angesprochen, dass er mit der sprechen möchte. Da nehme ich an, dass er sie im Auge hatte. Gab es so ein Gespräch? Seine Vorstellung war ja auch, dass man eben die Theaterferien jetzt nimmt und dann schon, wenn die Sommerferien bei uns beginnen, anfängt, dass man auch die Theater entsprechend umorganisiert. Also gab es da ein Gespräch und wie ist da der Stand der Dinge? Und Herr Siebler, es gibt auch aus der Kulturszene ja so Hinweise, man könnte auch beim Repertoire ja dafür sorgen, dass wieder etwas stattfinden kann. Also keine Massenszenen auf der Bühne, aber wenn ich 2, 3 Personen auf der Bühne habe, ist vielleicht durchaus etwas möglich. Wie ist da der Stand der Dinge und worauf kann man sich einstellen? Darf ich das übernehmen von der Beantwortung her? Das sind genau die Konzepte, die wir mit den Intendantinnen und Intendanten besprochen haben. Wir haben in Bayern hier jetzt zum Beispiel bei der Staatsoper schon ganz konkret einen Antrag vorliegen, die Theaterferien vorzuverlegen. Das ist dann natürlich mit den Betriebsräten, mit den Betroffenen auch zu besprechen. Da geht es ja bis in private Planungen hinein. Das muss dann jede Einrichtung für sich selber auch regeln dann. Aber das ist ein Konzept, das wir uns sehr gut vorstellen können, um eben dann auch die Zeiträume zu verkürzen, da wo es jetzt mit den mittleren und großen Formaten in gar keinem Fall geht, auch ein Stück Zeit zu gewinnen und dann eben früher beginnen zu können. Das sind genau die Überlegungen, die Christian Stückel geäußert hatte, die viele andere Intendantinnen und Intendanten geäußert hatten. Mit dem Herrn Stückel habe ich persönlich noch nicht gesprochen, aber der steht auch noch auf einer Liste, das werden wir dann sicherlich auch bald arbeiten. Aber genau in diese Richtungen gehen die Konzepte,
auch was die Repertoires anbelangt. Für die Oper zum Beispiel ist jetzt Monteverdi und die Barockoper mit den kleinen Formaten, als die Opern entstanden sind, ganz spannende Strukturen. Also die kleinen Dinge, ich habe letzte Woche mal gesagt, der Triumphmarsch aus Aida wird schwierig sein. Und auch bei Kunst und Kultur wird man sich natürlich, beim Schlechttheater wird man sich Formen überlegen müssen, die arbeitsrechtlich für die Künstlerinnen und Künstler vertretbar sind. Und zum anderen natürlich auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch vertretbar sind. Da sind die Intendantinnen und Intendanten gerade unterwegs und gibt auch sehr kreative Konzepte, komplett neu zu denken und bestimmte Dinge komplett neu aufzustellen. Bis hin zum Ballett, wo es übrigens natürlich besonders schwierig ist, weil hier in vielen Fällen der Körperkontakt, wenn es um den Paartanz geht, eben ganz besonders wichtig ist. Aber da ist die Szene unglaublich kreativ und da nehmen wir alles mit auf und ermöglichen auch maximal flexibel, wenn die gesundheitlichen und hygienischen Dinge eingehalten sind. Gefährdungspotenzial ist auszuschließen. Und ich darf daran erinnern, vor ein paar Wochen war das die Debatte, die wir im Kunst- und Kulturbereich geführt hatten. Jetzt spürt man sehr deutlich, die Leute wollen wieder beginnen, aber wir müssen beide Pole natürlich denken. Ich will das noch mal ein bisschen sortieren. Also das Erste, was wir heute machen, ist tatsächlich ein umfangreiches Programm, um für die nächsten Wochen und Monate und auch für eine längere Zeit die Kultur am Leben zu halten. War ganz wichtig. Das heißt, die Ausfälle, die wir waren, zu kompensieren. Es gab ohnehin schon die Grundsicherung, aber das ist jetzt nochmal ein spezielles Kulturprogramm. Und zwar breit gefächert von allen Bereichen der Kultur. Vom Staatstheater quasi über alle freischaffenden Künstler hinüber zu den Spielstätten, die man erhält, weil beides gehört zusammen. Es nützt ja nicht, so den Künstler quasi in Unterstützung zu geben, aber bloß auch sein Arbeitgeber muss ja dabei bleiben. Zumal, weil wir wissen, dass in der Kulturszene in vielen Fällen immer wegen auf Kante genäht ist. Das Erste. Das Zweite, Künstler und wir alle vermissen ja Theater, Konzerte, Kino, wenn ich das sage. Wir vermissen das ja. Das ist ja Teil der Lebensqualität. Und wenn wir jetzt merken, dass wir in der Gastronomie, wir fangen nächste Woche an. Ich bleibe dabei, ich glaube, dass der bayerische Weg im Moment deswegen der umsichtige und klügere ist, weil wir jetzt schon erleben in einigen anderen Bundesländern, wo es sehr schnell geht, gibt es auch Umfragen. Muss das jetzt schon sein? Und wir spüren bei der Bevölkerung ja auch so eine Zweiteilung. Die einen, die gern mehr möchten, aber ein sehr großer Teil, der sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Um dem alle mitzunehmen oder so viel wie möglich ist die Perspektive und der Plan wichtig. Was heißt das jetzt für Kultur? Also wenn Bundesliga möglich ist und wenn Gastronomie möglich ist, dann wird natürlich auch Kulturveranstaltungen möglich sein. Das ist ja völlig klar. Und deswegen denke ich, wird man in der Zeit nach Pfingsten dann schon erste Wege beschreiten. Vielleicht vor Pfingsten den Zeitplan besprechen. Aber ich möchte allen jetzt ein Signal setzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da Wege gibt. Noch einmal, das Kirche ist ein gutes Beispiel, weil, und das ist jetzt anders als bei mancher Demo, die stattfindet, wo auch immer mal relativ bewusst ja auch ein provokativer Ansatz dahinter sein mag, ist es ja anders, dass man in der Kirche erlebt, da wird sich wirklich toll dran gehalten. Das sehe ich auch im Theater möglich an. Ich sehe es auch jederzeit möglich an bei anderen Kulturveranstaltungen. Was allerdings wichtig ist, Hygiene ja, und das haben wir aus den kulturschaffenden Szenen auch gehört, auch die Fähigkeit, die Situation angemessen wahrzunehmen. Ist in der Tat so, sozusagen nicht das Klassische, was jetzt eigentlich auf dem Plan steht, runterzuspielen, sondern, wie der Bernd meint, eben andere Konzepte zu machen. Es gab ja schon ein paar Dinge. Natürlich kann zum Beispiel, man kann auch mit 5 Künstlern operieren, anstatt mit 50. Und man kann auch ein anderes Stück etwas ergänzen. Das meinte ich auch mit innovativ zu arbeiten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sehr viele Besucher und Zuschauer ganz spannend finden, mal eine andere Interpretation zu spüren und zu hören. Das gilt übrigens jetzt nicht nur vom hochwertigen Theater oder anderen, vom Kino genauso. Übrigens dort, wo Gastronomie stattfindet, müssten natürlich dann die gleichen gastronomischen Regeln gelten wie bei anderen Gastronomie. Wenn das aber da funktioniert, kann es dann woanders eben auch funktionieren. Zumal ja die Zeitachsen Gastronomie und Kultur deutlich kürzer sind als jetzt in einem anderen Bereich. Und das Letzte noch. Ich glaube, es kommt dann eben auch darauf an, welche Bereiche leichter und welche schwerer sind. Also jetzt sage ich mal so, sowas wie ein Rockkonzert, ein Beispiel, ja, ist nach allen menschlichen Erfahrungen eher in sehr späteren Zeitachsen zu sehen.
ja, als jetzt was, was sich Don Carlos, der aufgeführt wird. So Beispiel. Und da muss man halt mit Stufen agieren, so wie wir das auch machen. Vorsichtig, nicht überstürzen. Und deswegen zum Beispiel gilt genauso wie in anderen Bereichen, Proben zuerst, um diese Konzepte zu sehen, sich darauf einzustellen und auch in der Tat Ferientermine da flexibel zu handhaben, damit man dann doch auch Perspektiven setzen kann. Weil da bin ich auch relativ überzeugt, darf sich keiner täuschen. Wenn etwas geöffnet wird, ist es nicht so, dass es dann sofort einen Massenandrang gibt. Weil sehr viele Leute sagen, ich schaue mir das erstmal ganz in Ruhe an. Also braucht es ein behutsames, aber doch am Ende gezieltes Vorgehen. Und wir werden das jetzt auf der Ebene der Bundesländer besprechen. Aber wir werden es auch bei uns in der Bayerischen Koalition besprechen. Ich sage das ausdrücklich, dass auch die Freien Wähler dann alles eingebunden werden. Robert Braunmüller, Abendzeitung München. Also im Veranstalterbereich hören wir immer Kritik daran, dass die Großveranstaltung nicht definiert ist und dass es deswegen sehr schwer ist, rechtsverbindlich eine Veranstaltung abzusagen. Es gibt ja da geschlossene Verträge nur bis zum Ende der Spielzeit und darüber hinaus. Könnten Sie da mal was dazu sagen, was wirklich, ob diese verbindliche Regelung der Großveranstaltung kommt? Es gab ja schon eine Antwort aus dem Ministerium für Gesundheit und Pflege, die ja recht an die Grünen, die ja eher unbefriedigend war. Da wurde ja lediglich auf die Kreisverwaltungsbehörden verwiesen, dass die das regeln sollen. Also es ist ja klar, dass bis zum 31.08. die Veranstaltungen ab 1.000 abgesagt sind. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Und dann wird man eben tatsächlich die einzelnen Veranstaltungen auch anschauen müssen, wie der Charakter der Veranstaltung ist. Natürlich werden es eher kleinere Formate sein als größere, auch unter dem Aspekt, den der Ministerpräsident angesprochen hat, dass man überhaupt erst mal schauen muss, wie viele Leute denn auch tatsächlich hinkommen wollen. Ein interessanter Aspekt aus den Gesprächen mit den Intendantinnen und Intendanten war, dass man gerne auch bereit ist, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Das soll heißen, dass man am späten Nachmittag eine Vorstellung macht und dann die klassische Abendveranstaltung. Dass man sich für Schülerinnen und Schüler eigene Formate auch überlegen kann. Stichwort, wenn die im Schichtbetrieb eine Woche digital zu Hause sind, dass man hier Angebote macht, um auch Theater mit dazu zu nehmen. Das sind alles Konzepte, die wir haben. Das wird alles im kleinen Format abgestimmt sein und das müssen wir eben aus den jeweiligen Formaten selber beurteilen. Und das ist eine Frage, die wir heute noch eben auf Ebene der Kulturminister noch mal klären müssen und klären wollen, dann für die nächste Woche. Sie haben recht, es bleibt eine schwierige Frage. Ja. Das dahinterstehende Wort der Planungssicherheit, ich weiß nicht genau, ob Sie es gesagt haben, aber es ist, glaube ich, der Ding. Das Wort Planungssicherheit ist das, was wir uns alle wünschen. Das Ärgerliche ist an Corona, die geben uns irgendwie nicht diese Planungssicherheit. Das ist selbst ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der normalerweise wirklich eine universelle Gültigkeit hat, beeindruckt Corona nur bedingt. Das ist echt unser Problem. So. Wir haben ja die Situation letzte Woche gehabt, dass dann einige Bundesländer sagen, ach Mensch, da magst du jetzt Kontaktbeschränkung mit 5 Leuten, ist auch kein Problem. Andere sagen, lassen wir mal wieder bis 100 zu. Ich bin da, ich sage es einfach auch jetzt ganz von meiner Philosophie, einfach noch zurückhaltender. Und ich will einfach noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, um zu sehen, wie das, was wir tun, wirkt. Verstehen Sie, unser Problem ist ein bisschen von der Grundidee, die mir Sorge macht und warum ich auch zurückhaltender bin, ist, wir haben beim Lockdown gemerkt, wie was wirkt. Wir haben wirklich 2 große Stufen gesehen, die Schulen- und Kitaschließungen. Da haben wir 2 Wochen später gemerkt, es wirkt sich sehr stark aus. Der richtige Schwung nach unten dann auf das Level, was wir jetzt haben, so täglich 0,5 ungefähr, kam dann mit den Ausgangsbeschränkungen und so. Jetzt lockern wir und erleichtern vorsichtig und eigentlich bräuchte man für jede Lockerung so 2 Wochen Zeit. Jetzt sage ich Ihnen, das mit dem Handel funktioniert ganz gut, finde ich. Auch mit den Masken funktioniert ganz gut, kann man sagen. So. Die ersten Schulmaßnahmen, was wir erleben, auch sehr gut. Gibt also keine. Jetzt brauchen wir alles für ein bisschen Zeit, nicht alles auf einmal. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen natürlich nochmal der Frage widmen, gemeinschaftlich in Deutschland, aber wir nochmal in Bayern, was ist da einzuschätzen? Bislang war das relativ klar. Das sind die klassischen Dorffeste, die Kirchwein, also solche größeren Veranstaltungen, die man kennt, Weinfeste. Manchmal ist es übrigens auch nicht die Zahl. Schauen Sie nur ein Beispiel, wenn ich das sagen darf, weil wir hier Kunstexperten zusammensitzen. Wir wurden am Freitag vor dem Nockerberg schwer gerügt. Auch einige von mir sehr bewunderte Künstler haben auch mich gerügt. Der hat bestimmt Angst vor dem Nockerberg.
mal abgesehen davon, dass ich den Nockherberg schon lange mit Freuden jedes Mal erwarte und da wirklich schon alles erlebt habe an spannenden Einschätzungen meiner Person. Wir wurden am Freitag dafür kritisiert. Der Nockherberg ist jetzt von den Leuten her, das hätten wir auch kleiner machen können, aber das wäre wahrscheinlich, das hätte ein Heinsberg sein können, wenn ich das sagen darf, oder ein kleines Ischgl. So. Übrigens mit einer Verbreitung in Bayern, Sie kennen ja alle die Teilnehmer, die da sind, unglaublich groß. Was will ich damit sagen? Wir sind noch am Überlegen, ob es die Zahl ist oder auch die Qualität. Weil es gibt bestimmte Veranstaltungen, da würde ich sagen, geht es mit mehr Leuten in einem großen Raum leichter, wenn die zum Beispiel, nochmal Kirche und anderes, ja, da findet jetzt eine andere Form der Kommunikation statt, als wir das bei einer anderen Form von Veranstaltungen. Oder nochmal auch ein bestimmter Theatergenuss findet eine andere Wahrnehmung statt als ein bestimmtes Konzert. Und da müssen wir nochmal, wenn wir ehrlich sind, noch ein bisschen daran arbeiten, dass wir die richtige Justierung bekommen. Wir hatten jetzt aus den Kulturgesprächen, die wir haben, eben einiges gehört. Und weil Sie gesagt haben, unbefriedigende Antwort, weil da kam eben der Ansatz, dass am Ende irgendwann auch die Gesundheitsämter mal eine Einschätzung vornehmen müssen, ob sie bei einer Veranstaltung das so oder so sehen. Also ich sage mal so, selbst ein kleines Starkbierfest, ja, hat halt nochmal eine andere Wirkung als jetzt eine ganz hochwertige Veranstaltung, die wir im Staatstheater machen. Verstehen Sie, was ich meine? Und das noch zu justieren und fein zu machen, da ist man letztlich noch nicht so perfekt dran. Das muss man noch machen. Also es soll keine Ausrede sein, sondern einfach die Schwierigkeit noch einmal beschreiben, mit der man da ist. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ich habe noch 4 Fragen auf dem Zettel. Danach möchte ich die Runde auch schließen. Als nächstes Julian von Löwis, Bayerischer Rundfunk. Herr Söder, Herr Siebler, ich habe das so verstanden, nach Pfingsten Open-Air-Bereich, langsam hochfahren, ab Herbst im Innenbereich. Ab Kirche ist das Modell, das gut funktioniert. Ja. Ich formuliere die Frage schnell zu Ende. Wenn die Kirchen gut funktionieren, es gibt auch mittlere Theatersäle, 200, 300, 400 Personen Kapazität, das könnte man doch ähnlich bespielen wie eine Kirche, also auch schon früher als Herbst hochfahren, Kinos ähnlich. Und vielleicht dann auch noch eine Frage bei Open Air, was schwebt Ihnen denn da für eine Zahl tatsächlich vor? Gehen wir da von 50 aus, sind 100 möglich, sind sogar noch mehr möglich, wenn die Hygieneabstände stimmen? Also wir müssen die Dinge natürlich erst entwickeln. Wir schlagen das jetzt so vor. Und das sind denkbare Szenarien. Die müssen wir dann auf Ebene der Staatsregierung abklären und mit den Hygienekonzepten jeweils hinterlegen. Und es ist vollkommen klar, außen ist einfacher als innen, zumal im Sommer statt im Herbst oder Winter. Entschuldigen bitte die Banalität, aber man muss es auch mal gesagt haben. Von daher kommt es eben auch auf diesen Charakter der Veranstaltung an. Es gibt in Nürnberg einen sehr, sehr großen Park, wo regelmäßig die Nürnberger Symphoniker Veranstaltungen durchführen. Das ist eine Veranstaltung, die man sich auch mit großen Abständen gut denken kann. Das muss man im Einzelfall Konzept entwickeln und dann gestalten. Ich habe mit den Zuständigen auch schon gesprochen, die arbeiten alle schon dran. Und da muss man gerade für so Veranstaltungen das auch mit den Gesundheitsbehörden 1:1 anschauen. Je mehr Menschen da sein sollen, umso genauer gilt es hinzusehen. Ich sehe eine zunehmende Bereitschaft der Künstlerinnen und Künstler, sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen. Auch das war ein gewisser Lernprozess am Anfang, vollkommen klar. Und dann werden wir Schritt für Schritt dann eben weiterfahren. Aber wir müssen eben auch sehen, Sie können ja nicht von 0 auf 100 den Schalter umlegen. Also ich bleibe nochmal beim Thema Ballett. Das sind ja Hochleistungsathletinnen und Athleten. Die brauchen ja ähnlich wie die Fußballer einen entsprechenden Trainingsbetrieb und müssen auch wieder beginnen und diese Körperlichkeit auch wieder hinbekommen. Also brauchen sie ohnehin einen gewissen Vorlauf. Und diese Dinge zu aufeinander abzustimmen, ist ein entscheidender Punkt, bis hin zur Frage der Theaterferien. Und auch bei den Musikern ist es entsprechend so, dass sie hier natürlich auch einfach diese Besonderheiten der Szene mit berücksichtigen müssen. Und die entwickeln wir Punkt für Punkt weiter. Und hier gibt es eben dann die Möglichkeit, hier mit den Open-Air-Bedingungen zu beginnen. Aber das werden wir auf Ebene der Staatsregierung noch einzeln abzustimmen haben, weil das ja auch in die entsprechenden Verordnungen wieder eingearbeitet werden muss, dass auch die entsprechenden Regelwerke logisch und ineinander schlüssig sind. Es muss nachvollziehbar und transparent sein und mit Prinzipien versehen werden, die für alle gelten. Also so Insellösungen bin ich zurückhaltend, weil wir brauchen jetzt einfach Nachvollziehbarkeit, zu sagen können, was geht und was nicht. Da kann auch innen, wie Sie sagen, genauso denkbar sein. Das Wort Open Air suggeriert etwas, wo ich etwas zurückhaltend wäre, nämlich die Frage, das klingt nach Rock im Park, sowas natürlich nicht, ist nicht gemeint. Also, und es gibt natürlich Spielstätten, wenn ich jetzt Staatsoper oder was nehme, ja, die sind so groß, da lässt sich das sicher auch in Kinos genauso dann machen. Ja. Also Schritt für Schritt,
gutes Konzept. Ja, Transparenz, und da bin ich dann wie die Judith der Meinung, Vergleichbarkeit. Also ich will jetzt da nicht, da an der Stelle kannst du auch einem Künstler schlecht erklären, warum ein Theater woanders oder bei uns nicht funktioniert, wenn die Konzepte eingehalten werden. Also wir sollten jetzt aus den letzten Wochen lernen, und lernen heißt, klare, transparente Regeln, die für alle gelten und die auch übertragbar sind auf jedes einzelne Verfahren. Dann, glaube ich, kann sich das auch gut organisieren lassen. Und deswegen schrittweise. Und wir werden das jetzt mal alles anschauen, überlegen und dann auch jeweils reden, wie man es umsetzen kann. Aber die Perspektive, die ist auf jeden Fall jetzt da. Und das, glaube ich, ist auch das, was dem entspricht. Aber wie gesagt, immer, ich will es einfach nur sagen, jetzt nicht wieder so überstürzt, wie man es vorstellen kann und wie wir es ja hatten, dass man dann gleich hunderte von Zelten daneben macht und Ähnliches mehr wie bei Open Air. Da mag der eine oder andere mehr Fan von Rockkonzerten sein, der andere ist mehr der Feinsinnige, das ist alles okay. Das muss man halt Stück für Stück irgendwie definieren. Aber das tun die Kulturminister dann auch und das setzen wir dann auch Stück für Stück um. Wolfgang Ranft, Bild-Zeitung. Frau Gerlach und Herr Siebler, wie werden denn Ihre Fördermittel verteilt? Nach Sitzplätzen, nach Umsatz der Einrichtung oder, Herr Siebler, bekommt Herr Hoffmann so viel Geld wie Herr Peckney und Frau Freitag von der Komödie im Hof? Also unsere Überlegungen gehen hin zum einmaligen Zuschuss, damit wir relativ schnell reagieren können und die Kinos dann auch ein ordentliches Geldpaket haben sozusagen. Wie wir das aber genau konzipieren, ob wir das staffeln, das möchten wir jetzt einfach in den nächsten Tagen und Wochen genau eruieren, und zwar nicht nur mit den Fachleuten in meinem Haus, auch mit dem Filmförderfonds zum Beispiel und vor allem mit der Branche. Ich habe heute um 12 das erste Gespräch mit den ersten Kinobetreibern, möchte einfach genau wissen, wo hakt es, wo sind die Bedingungen, auch die Herausforderungen, nicht nur jetzt in dem geschlossenen Zustand, vor allem die Herausforderungen, die dann kommen, wenn die Kinos wieder geöffnet werden können. Und von daher möchten wir das mit denen zusammen erarbeiten, dass es auch so effektiv ist und wirklich nicht nur feigenblattmäßig, wir haben jetzt ein Förderprogramm für euch, sondern genau da ansetzt, wo die Kinos dann letztendlich auch das Geld brauchen. Zweiter Gedanke ist, ähnlich wie bei den bisherigen Programmen, wo halt echte Ausfälle verzeichnet werden können, werden die halt dann angeschaut und dann entsprechend proportional dann hochgerechnet. Das soll heißen, dass jemand, der größere Ausfälle hat, natürlich ein Stück stärker bedacht wird als der, der kleinere Ausfälle hat. Und das ist ein ganz vernünftiger Ansatz. Wir hatten auch das Angebot angenommen, mit den jeweiligen Verbänden die jeweilige Verteilung so zu machen, dass es innerhalb der, also bei den Spielstätten, dass es zu einer vernünftigen Struktur kommt. Also wir haben uns das nochmal genau, das war auch letzte Woche Teil dieser Kulturrunde, dass wir sagen, also bei Künstlern ist es klar, ne, da gibt es die Kriterien, dass es geht mit Antrag. Aber bei den Spielstätten und den Kinos haben wir mit den jeweiligen Verbandsleuten auch gesagt, die haben uns angeboten, die helfen uns dabei, das so zu machen. Also das ist auf Augenhöhe mit den Partnern der jeweiligen Szene. Cordula Diekmann, dpa. Es gibt ja durchaus schon Häuser, die auch mit den Proben begonnen haben, wo gerade wieder Proben laufen. Sind das Ausnahmen oder können jetzt alle Theater unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wieder mit den Proben starten? Es ist ja sehr unterschiedlich, jeweils von den Trägern abgesehen, da gibt es ein gewisses Gefälle. Aber wenn Sie auf die Möglichkeiten im Gärtnerplatztheater und in der Oper wieder abheben, dann haben wir hier eben diesen quasi Notbetrieb, die hier jetzt dann mit den Szenen hinter dem Vorhang, wie die Formate heißen, und den Montagskonzerten hier eine gewisse Übergangssituation haben, die mit uns natürlich ein Stück abgesprochen sind. Ich meinte jetzt gerade die Proben zum Beispiel an der Staatsoper mit Marina Abramović. Da war ja kürzlich auch ein Foto zu sehen. Die haben ja geprobt offenbar gerade. Das, glaube ich, waren gewisse Übergangssituationen. Das haben wir thematisiert. Dann zum Abschluss. Das Problem war ja immer, wenn man die Sache sieht, was nicht erlaubt war und erlaubt war, ging es ja immer in erster Linie um die Aufführung. Die war ja das Problem, also der gesamte Betrieb. Und die haben sich dann miteinander eben verständigt, wenn jetzt jemand theoretisch allein auf einer Bühne übt, ja, ist ja kein Infektionsgeschehen da. Dann zur Abschlussfrage bitte. Ja, Christine Paxmann vom Eselsohr. Das ist die größte Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur. Man wird jetzt merken, ich komme auf ein Thema, was noch gar nicht da war, nämlich die Kinder. München Bücherschau Junior ist vorzeitig abgebrochen worden. Wir haben Homeschooling, wir haben Homeoffice.
Es ist zu erwarten, dass besonders leseschwache Kinder oder Kinder aus lesefernen Familien noch stärker abgehängt werden. Wird es irgendwelche Förderprogramme geben für, ich sage jetzt Open-Air-Lesungen im Sommer, für Verlage, für Kinder- und Jugendbuchverlage, für Bibliotheken, für Institutionen, die, ich sage nur das Stichwort Lesekick, Sie wissen es, Herr Siebler, wird es da ein verstärktes Engagement geben, weil ich denke, das ist ganz besonders ein Thema, was wir nicht vergessen sollten in dem ganzen Kulturbetrieb. Definitiv. Sie wissen ja, dass ich gerade bei der Literaturförderung ein besonderes Faible habe. Lesekick haben Sie angesprochen, gerade die Buben über Fußball ein bisschen zum Lesen zu bekommen. Wir werden natürlich mit der Blutenburg hier nochmal sprechen, mit unserer Bibliothek für Kinder- und Jugendliteratur. Wir sind mit dem St. Michaelsbund im Gespräch. Wir sind mit unserer Landesfachstelle für die Förderung der öffentlichen Büchereien im Gespräch, um genau solche Programme auf den Weg zu bringen und hier eben die Akzente zu setzen. Ich habe auch angesprochen, dass wir sicherlich mit den Schulen nochmal sprechen für die Woche, wo die Kinder dann im Schichtbetrieb zu Hause sind, hier über die öffentlichen Büchereien vielleicht die ein oder andere Möglichkeit zu schaffen. So ein Thema haben wir natürlich mit im Blick und stimmen die Programme gerade miteinander ab. Ist mir ein besonderes Herzensanliegen. Danke, Herr Siebler. Ich habe noch eine Frage an Frau Gerlach. Durch Homeschooling und Homeoffice ist das Problem entstanden, welche Familie hat 5 Laptops zu Hause, damit sozusagen 5 Personen, sagen wir mal, wir haben eine Familie mit 3 Kindern, gleichzeitig arbeiten können. Wird es ein digitales Förderprogramm für Familien geben? Diese Frage liegt eher in der Zuständigkeit unseres Kultusministers, der für den Schulbereich ja zuständig ist, auch für die digitalen Gerätschaften dann. Ich weiß aber, dass die gerade extrem bestrebt sind. Auch die, es sind ja Gelder da. Das Problem ist jetzt, wir müssen wirklich dann die Förderung ausgeben. Die Geräte müssen beschafft werden, dass eben auch genügend zur Verfügung stehen. Der Kultusminister Piazzolo hat gestern verkündet, dass es Leihgeräte geben soll. Also auch dann, wenn eben nicht in der Familie selbst sowas vorhanden ist, dass dann eben Leihgeräte von der Schule abgeholt werden können, um eben auch am digitalen Unterricht teilnehmen zu können. Wenn ich das auch noch kurz ergänzen darf, wir haben ja auf Bundesebene beschlossen, da noch dieses Programm zu machen zur Unterstützung. Also für viele Familien, die genau in dieser Situation sind, die Sie jetzt ansprechen, die können sich, also das wird jetzt gerade in der Umsetzung vom Bund mit den Ländern, die Eltern, die eben nicht so viele auch eigene Möglichkeiten haben, das zu machen, dass sie sich entsprechende Geräte besorgen können. Für mich ist das Thema, was wir jetzt aus der Schule lernen, Digitalisierung der Tat, noch mal einen Ansatz grundlegend über das Thema Digitalisierung Schule zu reden. Weil ich stelle fest, dass es zum einen hervorragend funktioniert. Bei bestimmten Eltern und bestimmten Schulen kann man wirklich sagen, exzellent, kann man nicht anders sagen. Da habe ich manchmal den Eindruck, sogar stressiger als mancher normale Unterricht, höre ich so. Ja, sogar von meinen Kindern. Und das Zweite ist aber, wie genau was Sie richtig sagen, wie immer, es ist ja eine unserer großen Herausforderungen in unserem Bildungssystem, dass wir spüren, dort wo Eltern besonders engagiert sind, haben wir zum Teil einen höheren Bildungserfolg. Deswegen bemühen wir uns ja, diese Kreativität der Eltern, die sich engagieren, zu erhalten und wertzuschätzen und dort, wo es schwieriger ist, anzunehmen. Darum haben wir zum Beispiel auch bei allen Notbetreuungsfragen, ob Kita und Schule, genau da nochmal einen Schwerpunkt gelegt. Also Eltern, wo spürbar ist, dass sie sich aus welchen Gründen auch immer sich schwerer tun, ja, dass da mehr und schneller ist. Dass wir in den Ferien da auch, das hat der Kultusminister eben vorgestellt, was ich sehr, sehr gut finde, freiwilliges Nachlernen ermöglichen müssen. Was haben wir beruflich? Weil Eltern haben nicht mehr so viel Urlaub zum Teil. Wir werden das noch im Sommer stärker erleben, übrigens als jetzt am Pfingsten. Weil wenn nämlich es wieder anspringt zum Beispiel, was wir hoffen, die Wirtschaft, dann werden wir nämlich erleben, dass manche sagen, jetzt können wir uns aber keinen Urlaub leisten, den hat man schon vorher. Also muss man das kompatibel zusammen machen, dass auch Betreuung und Lernen, nicht nur also Betreuung im Sinne von Verweilen in einem Ort, in der Kita oder Schule, sondern auch was Produktives dabei mitmachen, dass wir das stärken können. Und wir haben jetzt die ganzen Mittel, die für Digitalisierung Schule ist, die liegen ja schon länger, auch die bayerischen Mittel da. Die müssen jetzt natürlich mit Hochdruck umgesetzt werden. Und da werden wir jetzt nochmal reden, auch mit den kommunalen Gewährträgern, wie wir das machen können. Aber nochmal der Satz ist wichtig, ne? Nichts verlernen, was wir jetzt erlernt haben. Nichts verlernen, was wir jetzt erlernt haben. Und das an alle diejenigen bringen, dass die auch mitgehen. Also ich glaube, dass das Thema Digitalisierung Schule aus den Erfahrungen jetzt eines der wichtigsten ist, eines der wichtigsten Kapitel, das wir noch dringend verbessern müssen. Und uns auch noch überlegen müssen, wie wir die pädagogischen Konzepte dazu so weiterentwickeln, dass es auch bei den Kindern, wo die Eltern aus welchen Gründen auch immer wenig Zeit und Möglichkeit haben mitzumachen,
gerade über diesen digital, über das digitale Tool, vielleicht auch künftig mehr Möglichkeiten besteht, also zum Beispiel mit Einheiten, die abrufbar sind, auch am Abend oder zu anderen Zeiten, wo vielleicht Eltern keine Chance haben, mitzumachen. Also da glaube ich, da müssen wir noch was machen. Mein Eindruck ist, letzter Satz, die Schulfamilie insgesamt und auch gerade auch die Lehrerinnen und Lehrerverbände und die Eltern sind da wahnsinnig interessiert dran. Aber wir müssen nur ein bisschen nachdenken, wie wir es machen können. Also das, ich glaube, da ist noch eine Menge an, wenn wir jetzt schon bei Kultur sind, ist eine Menge Musik drin in dem Thema. Ja? Aber das eine sind die Geräte, dann kommt natürlich WLAN und Breitband dazu. Das haben Sie jetzt liebenswerterweise nicht angesprochen. Jetzt ist Breitband ganz gut, aber wir arbeiten ja nach wie vor dran, das beim Mobilfunk hinzubekommen. Ja? Und. Auch da würde uns zum Beispiel wahnsinnig helfen, wenn wahnsinnig viele Leute einfach ihre Widerstände gegen Mobilfunk mal ein bisschen hinten anstellen, dann könnte man manches an der Stelle noch erleichtern. Es ist, wissen Sie, es ist wie immer. Ja? Die einen reden, wir brauchen mehr Impfstoff und die anderen sagen, aber dann auf keinen Fall. Die einen sagen, wir brauchen mehr Digitalisierung, aber dann kenne ich Leute, die sagen, wir müssen 5G verhindern. Und so ist es halt nun mal im Leben. Deswegen versuchen wir einen vernünftigen Weg gemeinsam zu machen. Wäre es auch schön, wenn die Autoren, die alle kostenlos zurzeit Lesungen im Internet machen und Videos hochladen, wenn auch die vielleicht eine Unterstützung kriegen bei diesen Initiativen, die da in großer und breiter Masse gemacht wurden. Gerade im Kinder-Jugendbuch gibt es unendliche Initiativen, kostenlose Lesungen angeboten worden. Die ISA-Autoren haben sich da zusammengetan, herausragendes gemacht. Gibt es da auch eine Förderung? Wir haben ja Gott sei Dank die vierte Frage. Bei anderen hat man die zweite verwehrt und das war jetzt die vierte und deswegen macht nichts. Wir haben ja Gott sei Dank eine Reihe von Förderprogrammen, die wir genau auf diese Dinge nochmal genau überprüfen werden und nochmal anschauen werden, auch hier zu helfen. Zum Thema Digitalisierung, das hat an den Hochschulen ja bemerkenswert gut geklappt. Und wir werden natürlich hier mit dem Schulministerium zusammen diese Dinge auch nochmal vernetzen und evaluieren und schauen, wie wir dann mit dem Erfahrungswissen gemeinsam besser werden können. Dann vielen Dank.